Gebet um Solidarität und Hoffnung. Dazu begrüßen wir Sie alle heute Abend hier auf dem Marktplatz und laden Sie herzlich ein, mit uns zu beten. Mit großer Sorge betrachten wir in dieser Zeit eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft. In der Corona-Pandemie wird die Diskussion zwischen Befürwortern und Gegnern von Masken und Kontaktbeschränkungen immer heftiger geführt. Die islamistischen Terroranschläge, zuletzt auf den Geschichtslehrer in Paris, in der Kirche in Nizza und in der Innenstadt von Wien, befeuern islamfeindliche Reaktionen. In dieser Situation ist es uns als Vorbereitungskreis dieses Gottesdienstes wichtig, zu Versöhnung und Verständigung beizutragen. Wir beten gemeinsam als Juden, Muslime, Esiden und Christen, jede und jeder in der eigenen religiösen Tradition. Gott, der du alles erschaffen hast, wir beten in Ehrfurcht zu dir, getrieben von dem Traum, dass ein harmonisches Zusammenleben zwischen den Menschen möglich ist. Lasst uns das, was wir teilen, als gemeinsames Gebet der Menschheit vor dich bringen. Und lass uns das, was uns trennt, als Zeichen der wunderbaren Freiheit der Menschen ansehen. Lass uns in unserer Verbundenheit und in unserer Verschiedenheit nicht vergessen, dass du, Gott, ein und derselbe bist. Möge unser gemeinsamer Glaube an dich uns einander näher bringen. Mögen unsere Begegnung mit der Vergangenheit und unsere Erfahrungen in der Gegenwart Segen bringen für unsere Zukunft. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Er lehrte den Koran, er erschuf den Menschen, er lehrte ihn in deutliche Sprache. Die Sonne und der Mond kreisen wie berechnet, und die Gräser und die Bäume fallen anbetend nieder. Und den Himmel hat er hochgewölbt und er hat die Waage aufgestellt, damit ihr das Maß einhaltet. Darum wiegt in Gerechtigkeit ab und verkürzt nicht das Maß. Und die Erde hat er euch für die Geschöpfe bereitgestellt. Sehr geehrte Damen und Herren, die Moral und die Botschaft dieser Sure ist, die Welt ist groß genug für uns alle. Lasst uns in Gerechtigkeit leben, überschreitet das Maß nicht und lebt friedlich miteinander. Amen. Gott, unser Vater, wir haben uns auf dem Marktplatz zu einem Gebet versammelt, das verschiedene Religionen, Konfessionen und Nationen miteinander verbindet. So bitten wir. Für die vielen Religionen dieser Welt, dass sie sich zusammen einsetzen für Völkerverständigung und Frieden. Für die unterschiedlichen Konfessionen einer jeden Religion, dass sie einander nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung erleben. Für die unterschiedlichen Nationen, die hier zusammenleben, dass sie aufeinander zugehen und miteinander Integration vollziehen. Herr, höre uns. Gütiger Gott,
Wir sorgen uns um unsere Welt in diesen schwierigen Zeiten. Viele Menschen erkranken an Covid-19, manche sterben. Die sozialen Auswirkungen der Pandemie bieten zudem viel Zündstoff. Wir bitten dich, Gott, für die Kranken und Sterbenden und für die, die sich um sie kümmern. Wir bitten dich aber auch um Geduld, Langmut und Toleranz, um mit den sozialen Folgen der Pandemie gut umgehen zu lernen. Gütiger Gott, im globalen Süden der Erde verstärkt die Covid-19-Pandemie Hunger und Elend. Wir bitten dich, Gott, um Solidarität mit den Menschen im Süden dieser Welt. Lass uns nicht vergessen, dass du uns alle als deine Kinder ansiehst. Wir wissen uns geborgen in deiner Gegenwart. Das lässt uns Mut fassen und handeln. Amen. Yaswari rojhilate roj avai hun bidin khatre dote udai hun makhalaskin jqadai jbalai hun bidin khatre charkhu falaka huriya u malaka sirra tawsi malak u charda tabaka tu heviya ka ma baka ya she shams bank u hawarin ma bikinin malakin jora hun bidin khatre durra zara ach av bau agra. O du, der den Sonnenauf- und Untergang befiehlst, sei uns gnädig um der Tochter und der Mutter willen. Befreie uns von der Zerstörung und von den Desastern um der weißen Quelle willen. O Sheshims, schaue auf den Zustand unseres Hauses. Sei uns gnädig im Gedenken an die Tafel und den Stift, im Gedenken an Eva und Adam, an Jesus, dem Sohn von Maria. O Sheshims, schaue auf den Zustand deines und unseren Zuhauses. Sei uns gnädig im Gedenken an das Rad des Schicksals, im Gedenken an die Huris und Engel, im Gedenken an das Geheimnis von Tawsi Melek und den 14 Esphären. Gott ist vollkommen, Gott sei mit euch. Amen. Değerli katılımcılar, bir başka önemli konulardan biri de dünyada bir kısım insanların sadece yaşam haklarının kendi gibi yaşayan, kendi gibi düşünen insanlarda olduğunu zannederek zaman zaman insanlara zulmetmeleri. Es gibt auf der Welt Extremisten, die andere, die nicht so leben wie sie leben, für nicht lebenswert halten und diese Menschen bedrängen. Bu duruma zaman zaman şahit olmakla birlikte kısa bir süre önce Fransa ve Avusturya'nın Viyana şehrinde de şahit olduk. Bu durum asla kabul edilmez ve bu durumu kınıyoruz. Diese Extremisten haben wir vor kurzem in Frankreich, in Österreich, in Nizza gesehen und das sind auch Menschen und Videos, die wir nicht akzeptieren können. Allah Maide suresi 32. ayetinde kim masum suçsuz bir insanı öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Im Koran berichtete der liebe Gott, wer einen Menschen tötet, tötet die gesamte Menschheit. Wer einen Menschen rettet, rettet die gesamte Menschheit. Yaşanılan bütün terör olaylarını kabul etmiyorum ve kınıyorum. Yeryüzündeki bütün mabetler kutsaldır ve dokunulmazdır. Mabetlere yapılan saldırıları, saygısızlıkları hoş karşılamadığımı da belirtmek isterim. Her birinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum ve özel teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşça kalın. Ich kann alle Ungerechtigkeiten, die stattgefunden haben, nicht akzeptieren und wünsche mir, dass wir alle in Frieden leben. Liebe Mitmenschen, wir haben in vier verschiedenen religiösen Traditionen, im Christentum auch unterschiedlich konfessionellen Traditionen gebetet. Wir haben die Welt und unsere augenblickliche Lage ins Gebet genommen und jetzt wollen wir handeln, ebenfalls gemeinsam. Lasst uns die beiden Dinge, die uns vor allem auf dem Herzen liegen, angehen. Die Corona-Pandemie, die Einschränkungen, die wir ertragen müssen, lasst uns das gemeinsam tragen. Und lasst uns auch gegen Terror und Hass zwischen Religionen auftreten.
Wir werden uns aussprechen und wir werden zusammenhalten gegen jeden Terror der Religion instrumentalisiert. Und wir werden zusammenhalten gegen jeden Hass, der eine von unseren Religionen trifft und damit uns alle trifft. Wir gehen jetzt in den Abend mit dem Friedensgruß. Chode Buarabi, Gott sei mit euch. Friede sei mit uns allen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehegiyanu v'kiyemanu lazman haseh. Amen. Laila tov v'shalom.